Es geht um die App, die wir alle kennen und lieben. Die Muttergesellschaft von Snapchat hat einen Börsengang angekündigt. Was bedeutet dies für den Nutzer der beliebten App? Am Donnerstag hat Snapchat, das Unternehmen, das den schwindenden Bildübertragungsdienst erfunden hatte, von seinen IPO-Plänen berichtet. Der Marktwert der 5 Jahre alten Firma sollte zwischen 20 und 25 Milliarden US-Dollar liegen. Sollte Snapchat die abgezielte Wertschätzung von bis zu 25 Milliarden Dollar erreichen, wird der 26-jährige Mitbegründer und Geschäftsführer von Snapchat, Evan Spiegel, einen Anteil im Wert von bis zu 5,5 Milliarden Dollar besitzen. Sein 28-jähriger Mitgründer und Cheftechnologe Bobby Murphy wird einen gleichen Anteil haben. Das wird jedoch kein traditioneller Verkauf sein, da das Unternehmen keine Stimmrechtsaktien verkauft und dieser ungewöhnliche Schritt ermöglicht es den Mitgründern, volle Kontrolle über Snap Inc. beizubehalten. Das heißt, sie werden wichtige Entscheidungen eigenständig treffen und die Kontrolle behalten, wenn sie auch bei der Firma nicht mehr beschäftigt sind. Für Nutzer bedeutet dies, dass Snapchat weiterhin von denselben Personen geleitet wird und somit auf Kurs bleibt. Kommt der Börsengang zur rechten Zeit? Unser Werbegeschäft ist noch jung, wächst aber rasant, so Snap Inc. Dies spiegelt sich im Umsatz von Snapchat wider, der im vierten Quartal 2016 auf 404,5 Millionen US-Dollar rasant gestiegen ist. Wird Snapchat im öffentlichen Wettbewerb mit Tech-Riesen wie Facebook und Google seinen Mann stehen? Martin Sorrell, der CEO von Werbekonglomerat WPP, glaubt schon und nennt Snap Schlaumeier letzten Monats. Ich würde sagen, Snapchat ist etwas, dem man nun zutrauen könnte. Vielleicht ist das eine dritte Kraft, die der Herrschaft entgegenwirken kann. Wird sich die App ändern und wird der Umsatz wachsen? Das sind die Fragen, die nur mit der Zeit beantwortet werden können. Aber wir werden es bei Dokascope TV genau beobachten.